Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 113 Team Ogerkraft an Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebler Games for You. Dem einen oder anderen fällt es bereits auf. Es gibt eine Änderung. Und zwar gibt's mehr Bild oder größeres Bild, größeres Video. Man kann mehr sehen. Hoffe ich zumindest. Feedback bitte in die Kommentare. Bin ich drauf angewiesen, ob es euch gefällt oder nicht. Sollen wir das so lassen? Sollen wir es wieder zurück zum Alten machen? Das werden wir gerne besprechen in den Kommentaren. Bin ja ganz offen. Wir reden hier mal mit den Leuten. Wir müssen ja ohne Mark und die Leute spielen, wahrscheinlich. Das Wildkatzenstadion wurde über einen reißenden Fluss gebaut. Passt auf, dass ihr nicht weggespült werdet. Dann ist es wahrscheinlich das geile Stadion aus der Vorschau. Hey, Inazuma Japan, euer Boot steht jederzeit für euch bereit. Ja, nee, will ich jetzt aber nicht, danke. Ich bin die Vorsitzende des offiziellen Axel Plays Fanclubs. Ich bin extra von der Rayman angereist, um ihn spielen zu sehen. Dieser Thiago Torres bereitet mir Sorgen. Er spielt sehr hart. Ich will nicht, dass Axel verletzt wird. Der Axel hier. Was für Suchweiner. Hey Mann, wollt ihr mal meinen mythischen Feuertanz sehen? Er ist ziemlich lässig. Nee, das kannst du jemand anderen zeigen. Eine gelbe Münze. Da ist niemand. Hier, ach, da unten ist doch einer. Sehe ich doch gerade auf der Map hier. Blauer Punkt, ahoi. Wer bist denn du? Kaum zu glauben, dass das argentinische Team in der Qualifikation kein einziges Gegentor zugelassen hat. Der Wahnsinn! Ja, das ist auch Wahnsinn. Vor allen Dingen bei den ganzen Schusstechniken und Co. Mal gucken, hier ein bisschen auffrischen. Jupp, das passt. Es ist ziemlich anstrengend, zum Stadion zu gelangen, also bereitet euch gut auf die Anreise vor. Willkommen, ich bin der offizielle Vertreter des G-Mart. Wir sorgen dafür, dass euch nichts für euer Training fehlt. Nee, danke. Kommt bald wieder. Ich will noch ein bisschen Kohle sparen, damit wir mal geile Techniken kaufen können. So ist mein Plan zumindest im Moment. Bis ins Stadion ist es ziemlich weit, daher haben wir uns gut vorbereitet und stehen trotzdem noch am Anfang rum. Aber wenn ich so darüber nachdenke, haben wir uns vielleicht etwas zu warm angezogen. Ja, hast du wohl recht. Puh, ich schmelze gleich. Wahnsinnserkenntnisse hier. Hey, ich habe doch gesagt, dass ich die rechte Gabelung nehme. Könnt ihr endlich aufhören, mir alles nachzumachen? Ich nehme die rechte Gabelung. Die Fans von Inazuma Japan sollen sie nicht mal daran denken, mir zu folgen. Dann gehen wir links rum. Was haben die nur gegen uns, ey? Ganz schön frech. Eine Kiste oder was? Sehr gut, erstmal die Kiste ist wichtiger als der Kerl. Aufstellungskarte, gegen Elf erhalten, Abwehrnetz. Hallo, ich bin Lenton Gauga von den Kürbiskaran. Meine drei Teamkameraden und ich, wir warten auf dich irgendwo auf diesen Inseln. Wenn du uns in einem Spiel 4 gegen 4 besiegst, dann passiert etwas Tolles. Aber wenn du gegen uns antreten willst, dann musst du uns unsere 4 Passwörter nennen. Die wirst du aber nicht hier im Spiel finden. Such doch woanders danach, ja? Also gut, wie lautet mein Passwort? Nee, nicht mit mir, mein Junge. Dann sagen wir hier, okay. Dann zurück. Ich werde hier auf dich warten. Komm zurück, wenn du mein Passwort kennst. Alles klar, Junge. So. Heißbluthandschuhe erhalten. Oh, holla, die Waldfee. Ist hier eine Kiste? Na, Tatsache, gibt's eine Kiste. Hallo, Kiste aufmachen. Kiste. Anleitung erhalten, Asteroidengürtel. Okay. Geht hier um die Ecke. Ist eine Kiste. Tatsache. 1120 Elan-Punkte erhalten. Noch eine Kiste. Raubritte erhalten. Das hört sich ja gut an. Das ist doch eine Teamtaktik, oder? Kurz gucken hier. Spezialtechniken. Menü vielleicht. Inventar.
Ja, das sind nur Items. Wie können wir denn eine Teamtechnik Raubritter lernen? Oder können wir die jetzt einfach... Keine Ahnung hier in dem Moment jetzt gerade. Oh, was ist das hier? Kamerafahrt. Katze liest irgendwie komisch. Ich mach die so selten. Ich bin so müde und meine Füße tun unheimlich weh. Ich kann keinen Schritt mehr weiterlaufen. Los, wir können jetzt nicht aufgeben. Das Stadion liegt direkt vor uns. Ich sehe schon den legendären Rasen. Hey, ich kenne euch doch. Ihr seid von Inazuma Japan. Ich bin ein riesen Fan. Habt ihr Hunger? Vor einem wichtigen Spiel sollte man zur Vorbereitung eine anständige Mahlzeit zu sich nehmen. Dein Team hat etwas Verpflegung erhalten. Die Kraft- und Technikpunkte deines Teams wurden vollständig aufgefüllt. Na, gut, dass sie das einfach mal schnabulieren, was der Fuzzi erzählt. Gibt viel eher. Kraftamulett Bronze erhalten. Hey, Inazuma Japan, wenn ihr aus dem Stadion rausgehen wollt, nehmt ihr am besten diese Tür. Okay. Wieso ist es nur so heiß und stickig hier? Ich zerlaufe noch. Papa, manchmal bist du ein richtiger Einfallspinsel. Die beiden schon wieder. Ah, endlich bin ich im Wildkatzenstadion und jetzt merke ich, dass ich meine Eintrittskarte vergessen habe. Alter, das sollte vielleicht mal die ein Kind mitgeben oder so. Keine Ahnung. 90 Teamgeistpunkte erhalten, das ist doch schon mal schön. Das argentinische Team ist unglaublich. Sie spielen so schnell und ungestüm. Dass sie, warte mal ganz kurz, Moment, dass sie im Wildkatzenstadion spielen, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Oh, so ein Zufall aber auch. Gehen wir einfach mal ins Stadion rein. Ach du Scheiße, was. Uhahaha. Wirklich reißender Fluss hier. Okay, da unten sind die Argentinier. Würde ich fast sagen, ja, okay, jetzt reden wir mal mit der Silvia, damit wir das Spiel dann starten können. Und ab geht er, der Peter sozusagen. Das Spiel geht gleich los. Seid ihr wirklich bereit dafür? Auch ohne Kapitän und Trainer? Ja, na klar. Weil wir sind alles Fußballer. Was ein Stadion. Murmel, 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 Murmel. Chef, ich kann Mark Evans nirgendwo finden. Wo kann er nur sein? Sagt der nächste zu. Mark, wo bist du? Du machst ausgezeichnete Fortschritte und bist auf dem Weg der Besserung, aber du darfst dich nicht überanstrengen. Ich wollte doch nur so schnell wie möglich gesund werden, damit ich wieder mit den anderen auf Weltniveau spielen kann. Und wenn ich nicht am Ball bleibe, werde ich es nie schaffen. Oh, sieh mal, das Spiel von Inazuma Japan wird gleich angepfiffen. Hm, das ist aber nicht die übliche Startelf. Hä? Sie sehen das sehnlich erwartete Spiel der Gruppe A bei der FFI, in dem sich Japan und Argentinien gegenüberstehen. Der Zeitplan wurde in letzter Sekunde geändert, weswegen das Spiel einen Tag früher als geplant angesetzt wurde. Moment, wenn mich meine Augen nicht trügen, muss Inazuma Japan ohne seinen Kapitän auf den Platz gehen. Und nicht nur der junge Mark Evans fehlt, einige der Schlüsselspieler des Teams scheinen ebenfalls verhindert zu sein. Nicht zu vergessen, dass ihr Trainer ebenfalls fehlt. Könnte es sich um eine überlegte taktische Entscheidung handeln, Nevin?
Ich bin mir nicht sicher. Es wäre eine seltsame Taktik, so gegen ein Team zu spielen, das bisher nicht ein Gegentor zugelassen hat. Vielleicht hat die Zeitplanänderung ihre Strategie umgeworfen, aber ich bin über die Abläufe der Japaner nicht informiert. Anscheinend versucht jemand, uns von dem Spiel fernzuhalten. Wer könnte dahinter stecken? Ich halte es nicht für möglich, dass Ray Dark so etwas alleine aushacken könnte. Was meinen Sie, Travis? Wenn wir ein Boot chartern, könnten wir rechtzeitig zur zweiten Halbzeit da sein. Nein, wir werden das dem Team überlassen müssen. Gegen ein Team wie Argentinien wird die erste Halbzeit entscheidend sein. Ich halte es für das Beste, wenn wir das Spiel hier anschauen. Wir werden viel daraus lernen. Ich schätze, Sie haben recht. Vielleicht hat sich das Team bisher zu sehr auf Sharp und Evans verlassen. Selbst wenn sie dieses Spiel gewinnen, sie können meiner Meinung nach nicht mit der Weltspitze mithalten. Noch nicht. Sie haben recht. Sie müssen beweisen, dass sie bis an ihre Grenzen gehen und so eine Situation überstehen können. Wir spielen also ohne unseren Kapitän und unseren Trainer. Und unser Trainer ist spurlos verschwunden. Ich muss nochmal auf die Toilette. Que pasa? Euer Kapitän ist immer noch nicht da? Was seid ihr denn für ein jämmerliches Team? Da ihr England geschlagen habt, hielt ich euch für talentiert, doch damit lag ich wohl falsch. Euer Kapitän ist einfach ein Feigling. Hey, Mark ist kein Feigling. Pass hier auf, was du sagst. Beruhig dich, Darren. Heb dir deine Energie für später auf und lass deinem Ärger während des Spiels freien Lauf. In Ordnung. Ach du meine Güte, du hast recht. Jetzt, da Mark nicht da ist, werde ich im Tor stehen. Ganz genau, Darren. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Und es ist eine tolle Chance, an deiner Spezialtechnik zu arbeiten. Und das ist nicht die einzige Spezialtechnik, die wir auf Lager haben. Javier, Axel und ich haben auch an etwas gearbeitet. Wirklich? Wann habt ihr denn das gemacht? Hehe, wir sind hier eben immer einen Schritt voraus, Kevin. Du musst schon versuchen mitzuhalten. Leute, das Spiel geht gleich los. Wir werden einfach unser Bestes geben. Wir können es schaffen, das weiß ich. Na los! Oh, jetzt nehmen wir Teamgeist wohl, ne? Dieses Spiel wird mit Sicherheit nicht einfach. Axel, Javier, Austin und Darren, euch will ich in der Startelf sehen. Darren, du gehst natürlich ins Tor. Wie, die wollen hier... Das ist ja voll gut hier, die Positionierung. So, Verteidigung. Du bist Verteidiger. Du bist doch Stürmer. Was machst du denn hier? Warum spielen wir überhaupt diese blöde Aufstellung? Kann mir das mal erklären? Menü. Aufstellung. Will doch Standard machen hier. Nee, das nicht. Ich will... Dreizack, das ist doch unsere Taktik. Genau, Axel noch hoch. Hier hoch. Ihn nach da. Moment. Auf die Außen. Ja, das passt doch. So ist es doch gut. Na klar ist er bereit. Mal schöne Kamerafahrt hier. Wildkatzenstadion und so. Inazuma Japan gegen The Empire. Ops, Axel, Javier. Ich würde sagen, machen wir mal. Was gibt's hier bei den Empire? Leute, die sehen ja ganz schön gefährlich aus. Corini ist auch lustig. Oder Oro. Alter. Sogar ein Martinez haben die. Wir haben Anstoß, wie so oft. Ha, ihr seid nutzlos und langsam. El Ballon ist nuestro. Der Ball gehört uns. Ach, dass sie immer so Taktik-Scheiße machen müssen am Anfang, verstehe ich nicht. Okay, ablocken, das sieht doch fast gut aus. Der ist doch durch, oder nicht? Er ist so schnell und wie er sich bewegt, wie ein Wolf, der seine Beute verfolgt. Saugstauber.
Fehlschlag, Alter, was geht hier ab? Will der mich verarschen? Was können wir hier denn für eine Taktik machen? Magische Hand, gibt's noch eine zweite? Unendliche Hand, die probieren wir aus. Ach du liebes Bisschen, der ist so schnell. Ich weiß wirklich nicht, ob ich diesen Schuss halten kann. Feuerdreher. Der macht es ja zweimal, ey, noch schneller. Bitte, bitte, Junge, halte den. Unendliche Hand. So eine Fähigkeit, die Mark nicht hat. Was passiert da immer mit? Er kann. Nein, er geht rein. Was ist denn das? Ha, ihr könnt uns nicht aufhalten. Ihr seid absolut chancenlos. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Wenn nur Mark im Tor stehen würde. Nun seht euch mal an. Das Spiel hat gerade erst begonnen. Da habt ihr es schon aufgegeben. Man sollte nie aufgeben, egal wie aussichtslos die Lage ist. Ist das nicht das Motto von Inazuma Japan? Camellia, du hast recht. Ihr habt sie alle gehört. Du hast recht. Auf geht's. Wir schaffen das. Schließlich sind wir Inazuma Japan. Zeigen wir den anderen, was wir drauf haben. Ihr schafft das. Ich möchte auf keinen Fall weitere Gegentore zulassen. Aber wie soll ich das nur anstellen? Ja, einfach halten, würde ich sagen, ne? Noch so ein Schuss und das war's. Aber wenn ich eine neue Technik ausprobiere und versage, würde ich wie ein Narr aussehen. Du wirst doch nicht etwa Angst haben? Hm? Ist doch egal, wenn du es vergeigst. Solange du dabei alles gegeben hast, kann dir niemand Vorwürfe machen. Ich muss einfach nur mein Bestes geben. Es ist keine Schande zu versagen. Obwohl, jetzt nicht aufgeben. Oh, die schon wieder. Ha! Wir werden noch ein Tor schießen. Hier, Eimer, ey. Ablocken. Daneben, super. Ausweichen. Was ist da los, ey? Kommt mir so vor, als wäre es ein bisschen gescriptet, so nach dem Motto, wir können da gar nicht was machen. Wollen wir nochmal. Unendliche Hand. Können ja alle diesen Feuerdreher. Meine Güte, diesen Stürmern ist es wohl echt ernst. Mal sehen, ob ich den hier halten kann. Man sollte nie aufgeben, egal wie aussichtslos die Lage ist. Ist das nicht das Motto von Inazuma Japan? Ist doch egal, wenn du es vergeigst. Solange du dabei alles gegeben hast, kann dir niemand Vorwürfe machen. Los geht's. Jetzt biete ich alles auf. Dämonische Hand. Ach du Scheiße. Und hat ihn gehalten. Super. Ich hab's geschafft. Ich hab es wirklich geschafft. Du hast es geschafft, Darren. Du hast deine eigene Spezialtechnik gemeistert. La Chance hat dämonische Hand erlernt. Hierhin, Darren. In Ordnung, Axel. Dein Ball. Alter, das ganze Feld, wie geil ist das denn? Auf geht's, los, Javier, Austin, bist du bereit? Javier, Austin, los geht's! Axel, Hobbs und Javier sprühen vor Energie. Ihre TP wurden vollständig aufgefüllt. Feuerwelle. Ach du Scheiße, das hört sich ja krass an. Los geht's! Was ein Schuss, ey. Wahnsinn. Drin ist er, Ausgleich. Was? Das darf nicht wahr sein. Ihr habt gegen uns ein Tor geschossen? Ihr habt es wirklich geschafft. Ihr habt die Verteidigung von der Empire besprochen und die Stahlmauer überwunden. Sie haben es geschafft, Camellia. Ich freue mich so sehr. Wir haben es geschafft, Axel. Wir haben ein Tor erzielt. Super gemacht, Javier. Jetzt müssen wir nur genauso weitermachen. Ich weiß, aber schau dich doch mal um. Heuschlauf. Ah. Alle sind vollkommen erschöpft. Das könnte großen Ärger für uns bedeuten. Das gesamte Team hatte sich zusammengerissen und ein Tor gegen der Empire erzielt. Aber das argentinische Team spielte Weltklasse und startete unablässig Konter.
Wir gaben alles, ganz besonders Darren im Tor, doch irgendwann setzte zwangsläufig die Müdigkeit ein. Letztendlich kassierten wir ein weiteres Gegentor und verloren das Spiel. Ja toll, dass wir da überhaupt gar keine Möglichkeit haben einzugreifen oder so, ist ja super geil. Was ist los, Chef? Wieso sind Sie so wütend? Ach, dieser verfluchte Feigling. Warten Sie, Chef. Kommt schon, ihr beiden. Wir sind sowieso schon spät dran. Beeilt euch, der Platz ist gleich da vorn. Moment mal, dieser Mann. Trainer Hillman, ist alles in Ordnung? Seymour, was ist los? Keine Angst, es geht mir gut. Was geht hier ab? Verstanden, das war es also. Hey, wartet, wo geht ihr hin? Wer war das? Mark, wir müssen dringend zu den anderen. Laufen wir schnell ins Wildkatzenstadion. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es bringt nichts zu rennen. Wir schaffen es sowieso nicht mehr rechtzeitig dorthin. Inazuma Japan verlor das Spiel. Jetzt müssen sie alle übrigen Gruppenspiele gewinnen, um weiter im Turnier zu bleiben. Wie unfair, ey. Ich habe wie verlangt die notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit einige Spieler nicht am Spiel teilnehmen können. Die Niederlage von Team D hat mich sehr enttäuscht. Julio Akuto hat zwar versagt, aber letztendlich ist es ihr Verschulden. Es tut mir leid, aber Mark Evans ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Das tut nichts zur Sache. Das Fähigkeitenverdopplungsprogramm war nur als eine Art Experiment gedacht. Wir sollten aus unseren Fehlern lernen und ein besseres Programm entwickeln, mit dessen Hilfe ich meinen Plan verwirklichen kann. Ist auch nur Spielball anscheinend, diesmal der Mr. D. Was für ein Schock. Mark, wir haben dich enttäuscht, es tut mir leid. Nein, Axel, wir haben euch im Stich gelassen, wir haben das Spiel verpasst. Es tut mir so leid, Mark. Ich wollte das Tor sauber halten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt hör mir mal zu, Darren, ihr alle. Das darf uns nicht herunterziehen. Wir haben zwar verloren, aber wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen, sind wir weiter. Ihr habt immerhin ein Tor gegen ein Team erzielt, dessen Verteidigung als unbezwingbar galt. Wenn wir gegen sie ein Tor erzielen können, schaffen wir das bei anderen Teams auch. Und du, Darren, hast eine ganz eigene Spezialtechnik entwickelt. Danke, Mark. Hey, hört mal alle her, Inazuma Japan. Das wird nicht mehr vorkommen, verstanden? Nächstes Mal werden wir gewinnen. Hey, Torres, was ist verflucht nochmal mit dir los? Wir haben doch gewonnen. No, du verstehst das nicht. Ihr habt gegen unsere Verteidigung ein Tor erzielt. Das kann ich weder vergeben noch vergessen. Wenn wir in der K.O.-Runde wieder aufeinandertreffen, wird das nicht mehr vorkommen, verstanden? Ganz genau, wir sehen uns in der K.O.-Runde wieder. Mark, es tut mir sehr leid. Es ist unsere Schuld, dass ihr es nicht zum Spiel geschafft habt. Komm schon, Paolo, es ist nicht eure Schuld. Ich frage mich, ob Ray Dark weiterhin der italienische Trainer bleiben wird. Seid ja vorsichtig. Es könnte noch jede Menge weitere unangenehme Überraschungen auf euch warten. Grazie mille, aber ich habe keine Angst. Ich weiß, dass Mr. D unter all seinem Hass auf Fußball etwas zu verbergen versucht. Was meinst du damit? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn wir ihm nur zeigen könnten, was wir wirklich auf dem Platz leisten können, das könnte eine Veränderung bei ihm bewirken.
Wow, du bist echt toll, Paolo. Marc, wir werden nicht gegen euch verlieren. Nächstes Mal werden wir uns als Gegner gegenüberstehen. Genau, wir werden ebenso wenig gegen euch verlieren. Macht alles Sinn. Keiner verliert, gibt ein Unentschieden, oder was? Da das Team jetzt wieder vereint ist, kannst du deine Teammitglieder tauschen. Setze Marc an die Spitze deines Teams. Okay, Marc, wo ist er? Müssen wir mal weiter gucken. Da ist er, der Marc. Wen haben wir denn da jetzt mit reingenommen, den wir gar nicht drin haben wollten? Den Banyan, ne? Okay, nehmen wir wieder mit natürlich. Opino wollen wir auch nicht dabei haben. Doch lieber Samford. Tanaka wollen wir nicht. Sharp. Stonewall. Und Ironside brauchen wir nicht. So, Ende. Ich habe das Gefühl, dass dieses Team weit kommen kann. Nur wer Niederlagen kennt, kann schließlich auch gewinnen. Sie haben recht. Das kam alles allzu gelegen. Marc und die anderen konnten sich erst frei bewegen, nachdem Inazuma Japan verloren hatte. Es war perfekt einstudiert. Ray Dark muss mit irgendjemandem unter einer Decke stecken. So sieht es jedenfalls aus. Sie sagten doch, dass sie gesehen hätten, wie er mit einem geheimnisvollen Mann sprach, nicht wahr? Hinzu kommt noch das Fähigkeitenverdopplungsprogramm und dass er auf einmal der italienische Trainer war. Meiner Meinung nach hätte Ray Dark all das unmöglich allein auf die Beine stellen können. Wir haben auch nie herausgefunden, warum wir eigentlich zum FFI-Komitee bestellt wurden. Anscheinend wollte jemand sicherstellen, dass wir es nicht zum Spiel schaffen. Da sind finstere Mächte am Werk. Etwas wirft einen dunklen Schatten auf dieses Turnier. Evero? Ist das wahr, Hide? Oder Hide? Hat Ray Dark das wirklich gemacht? Es ist so furchtbar, ich kann es kaum glauben. Keine Sorge, wenn unsere Strategie funktioniert, können wir den Fußball retten. Jetzt muss ich aber los. Ich komme mit. Entschuldigung, von welchem Flugsteig geht der Flug nach Italien? Wenn das alles einmal vorbei ist, können wir endlich zur Ruhe kommen. Aber jetzt muss ich sicherstellen, dass unser Plan aufgeht. Alle Fußballfreunde müssen weiter am Ball bleiben. Ob das der Dings, der Kapitän ist vielleicht? Einige Tage später. Und das war der Schlusspfiff. Unicorn hat einen klaren Sieg gegen England errungen. Der junge Eric Eagle dominierte das Spiel vom Mittelfeld aus, während die englische Verteidigung keine Chance hatte. Bobby Shearer machte als Verteidiger ein Bombenspiel, genauso wie Kapitän Mark Krüger und Stürmerass Dylan Keats. Tolles Spiel, Eric. Jetzt können wir endlich gegen Mark und die anderen spielen. Anscheinend hat die Niederlage gegen Argentinien sie nur weiter beflügelt, aber so ist Inazuma Japan eben. Ich frage mich, wieso Mark und die anderen nicht gespielt haben. Sie waren nicht verletzt, also steckt etwas anderes dahinter. Ich frage mich, ob, naja, da Ray Dark jetzt wieder mitmischt, hat das Turnier eine ganz neue Dimension erhalten. Silvia. Okay, ganz schön komisch. Zurück im Jahr 20XX bei Admiral Hillman und seiner Bande von Revolutionären. Trotz der Macht, mit der wir ihn ausgestattet haben, konnte Ray Dark Mark Evans immer noch nicht besiegen. Das bedeutet für uns, dass wir
zur zweiten Phase von Operation Donnerbrecher übergehen. Es ist an der Zeit, Operation Ogre zu starten. Das hört sich gut an. Verstanden, Operation Ogre wird sofort beginnen. Team Ogre, hier spricht Drace Bausen. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Dann beginnt mit den Vorbereitungen. Ziel der Mission ist es, Mark Evans auszuschalten und den Lauf der Geschichte zu verändern. Verstanden, Team Ogre. Los geht's! Meine Herren, wir sind auf der Mission, den verachtenswerten Fußball zu zerstören und den Lauf der Geschichte zu verändern. Es ist an der Zeit, eine neue Zukunft für diese Nation zu schaffen und den Menschen eine neue Wahrheit aufzuzeigen. Es wird Zeit, dass wir uns unserem alten Freund Eric Eagle stellen. Er ist in der Form seines Lebens. Aber verbirgt er etwas vor uns? Finde es heraus in Kapitel 7, auf den Schwingen des Pegasus. Eric! Wir zeigen dir den Wert unserer Freundschaft. Na klar, speichern wir und dann machen wir auch gleichzeitig einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.